hat die Locken am los! Shame, think something new undoes mine. You can't take back them things you already done. Hallo Leute, nice, dass ihr wieder dabei seid. Wir waren heute in Kappel, kennt wahrscheinlich eh jeder, ist altbekanntes Freeride-Gebiet. Wir waren schon World Tour, Qualifier, Junior, Comps, alle möglichen Competitions oben. Ja, wir waren eine richtig nice Crew. Es war der Juli Überbacher und seine Schwester Laura dabei. Der Walle Rainer kennt ja jeder von der Freeride World Tour. Und der Quirin, sein Mitbewohner, sowieso ein nicer Sender. Ja, was? Richten wir uns mal ein paar Windlips her, schaut richtig nice aus, weil ich schon alle nach oben verspurt. Ja, da oben da gibt es ein brutales Ding, to the moon. Und da unten wahrscheinlich auch noch, und da haben wir schon zwei hergerichtet. Geil, let's go. Hey Mann, da haben wir den perfekten Quark-Turn, oder 7. Dann machen wir da noch einmal ein bisschen mehr Pop. Ja, aber Kappel ist auch bekannt für seine Windlips. Und dadurch, dass es so wenig Schnee hat, sind jetzt noch mehr Windlips als sonst. Und da kann man relativ easy mit ein bisschen austrippeln und ein bisschen Schnee herumschieben. Kann man relativ easy ein paar coole Jumps bauen. Und so haben wir ein paar mit mehr Pop, ein paar flächere Takeoffs gehabt. Somit eigentlich ein Jump für jeden möglichen Trick, der mir gerade so einfällt. Walle! Bist du bis Uffe? Mach bis Uffe Anlauf! Kick am Speed! Da sind ja auch noch Double dahinter. Ja, ich sehe ja. Ganz ehrlich. 3, 2, 1, go! Roda o maraca, bomba e chamou. Pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda o maraca, bomba e chamou. Entra na roda, o maracatu me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda, o maracatu me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Da geht sich ja chilliger da bloß! Alter, da übe der Sieg, Mann. Was ist eigentlich los mit dem? Der Hund. Knallt aus dem ersten Run. Ja, relativ am Schluss habe ich mir dann nochmal ein neues Takeoff hergerichtet und ja, wollte noch einen Double Backflip ausprobieren. So der erste von der Season. Ist immer ein bisschen Spannung dahinter, aber ja, nach einem guten Backflip, der ist echt weit gegangen und da habe ich gewusst, das haut locker hin. Bam! 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 Bam!
Let's go, come on! Fucking geil haben wir es heute. Backflips, Dreier sowieso, dann Cork Sevens, Misty Sevens, Straight Sevens, Double Backflips, was will man mehr? Richtig geile, richtig viele verschiedene Windlips und Jumps gefunden. Hell yeah, die ganze Crew war richtig am Seitenwagen, glaube alle haben ordentlich Gas gegeben. Erster Double Back hier auf der Season, wahrscheinlich eher der letzte für 2022, aber sind wir ready für 2023. Fucking stoked, man! Ja, boah, es ist heute definitiv jeder mal ordentlich auf der Schnauze gelandet. Aber ich glaube, das zeichnet einen guten Tag aus. Die ganze Crew war voll am Gas geben. Und ja, genau so macht Skifahren am meisten Spaß. Kurz nicht schwer, jetzt spüre ich sie wieder. Ja, das hat es noch nie gegeben, dass wir alle drei in Korken rumgelandet haben. Hell yeah, man! Ah, das ist so geil! Alle richtig sick ausgeschaut. Es war einfach richtig sandy. Ich glaube, alle happy und stoked. Was will man mehr? Hin, sagen wir hin! Komplett. Ey, Dampf wie eine Sau. Yes! 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 Schön war's. Stark! Hoppa! Oh. Uff! Ja, wow! Sicke Crew waren wir heute, war richtig, richtig nice. Wir waren schon lange nicht mehr in der Konstellation shredden, auf jeden Fall. Und es war. Was hast du zum Sägen, Übi? Ha? Hast du alle Grabs erwischt heute? Leider nicht. Ja. War balsam für die Seele. Wenn es euch gefallen hat, liken und subscriben, würde uns mega freuen. Somit kann man auch bessere Videos produzieren und hoffentlich bis nächste Woche. Es ist Schnee im Weather Forecast. Bleibt dran, wir sehen uns next week.